So, liebe Freunde, ich nehme mal wieder eine Runde DayZ Epoch auf. Habe ich schon lange nicht mehr aufgenommen und ich bin hier mal wieder auf dem Motoserver unterwegs, weil ich jetzt einfach mal ein bisschen Bock habe, ein paar Leute zu töten. Oder zumindest es versuchen will. Auf der Map Pantera war ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr drauf gewesen. Und wie üblich spawn ich halt am Bennett Airfield. So. Wir besorgen uns erstmal eine Waffe. Weil da unten sind nämlich mal ein paar Baracken und ich weiß jetzt auch nicht, wie jetzt mittlerweile die Leute hier so draußen, weil das hat sich ja nun extrem viel geändert in letzter Zeit. Was auf Moto abgeht und Pantera und sowas alles. Da waren halt nicht die Anfangszeiten gewesen, wo ich jetzt mal hier angefangen habe. Oh, da ist schon der erste Schuss. Ganz schnell Waffe besorgen, weil ich bin nämlich nur Freshborn und ich habe keine Waffe. Ich hoffe, dass ich hier irgendwie mal eine Schallgedämpfte oder sowas finde. Oder irgendeine Piste. Ach, guck mal, da haben wir schon mal was. Alter, nice, Mann. Nice. So. Haben wir schon mal. Ist das schon mal was? Ist das schon mal besser als gar nichts hier? So. Wo haben wir denn hier einen? Aha. Ach, da hinten ist er. Da, ich sehe ihn. Ich habe ihn gesehen. Alles klar. Gut, dann versuchen wir uns mal diesen Typen jetzt zu holen. Wo ist denn der? Es ist natürlich die Frage, rennt er aufs Airfield oder rennt er... Wo rennt er hin? Das ist natürlich die Frage. Was hat er vor? Wo ist denn der jetzt? Verdammt. Mist, ich habe ihn aus den Augen verloren. Fuck, nur noch 10 Minuten bis zum Restart. Ja komm, mindestens einen will ich ihn nur wegholen. Mindestens einen will ich hier wegholen. Der ist weg. What the fuck? What the fuck, wo ist der hin? Das gibt's nicht. Der ist jetzt nicht... Hat der sich jetzt ausgelockt? Nee. So schnell kann da keiner sein. Ernsthaft, wo ist denn der jetzt bitte hin? Oh! Ach, da ist er, da ist er. Hallo! Nice, Mann, nice. Auf jeden Fall nice. So! Zeig ja, in den ersten 10 Minuten will ich mindestens einen gekillt haben. Douchebags! Ja, alles klar, Sidechat Noob. Oh nein, bitte nicht. Der kommt mir jetzt nicht mit einer Wildcat, oder? Eine Winchester hat er. Bandagen. Die G8 nehme ich mal an mich. Hunting Knife. Ach ne, er hat einen Revolver die ganze Zeit gehabt, okay. Bloodbag, Essen und Trinken. Alle mitgenommen. Alle mitgenommen. Fuck, Alter. Nein, das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Wenn hier so eine Wildcat rumschwirrt. Die Hügel scheinen alle sauber zu sein. Die Hügel sind meistens immer das Gefährlichste hier an dem Bandit. Er fehlt. Loot ich noch ein bisschen? Ach komm, wir gehen nochmal zurück aufs Airfield und gucken mal nach dem Rucksack. Vielleicht finden wir ja ihn. Vielleicht finden wir ja noch einen Rucksack irgendwo. Immer schön die Hügel im Auge behalten. Also man weiß nie, ob da oben irgendwo ein Sniper rumhockt. Aber das machen sie nämlich ziemlich gerne. Schön auf Freshspawn warten und dann immer schön die lieben Sechse. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir... Scheiße. Gut, rennen wir mal in die nächsten Baracken rein. Rennen wir mal erstmal in die da rein. Ah, okay. Okay. Rennen wir hier rein. Hier ist... Hier ist... Was ist denn hier? Hier ist... Gar nichts. Alter, was ist denn los hier? Habt ihr den Loot runtergeschraubt oder was? Ah, was haben wir denn hier? Kick meiner an. Schrott. Kann ich nichts mit anfangen. Na? Ja, ist hier noch irgendwas? Nee, gut. Ganz schnell weg hier. Und erstmal die zwei anderen Baracken looten, weil die habe ich nämlich noch gar nicht unter der Lupe genommen. Ich habe keine Zeit dafür gehabt. So, haben wir denn hier irgendwas? Ach, kick meiner an. Eine SVV Winterrest ist sowieso die übelste Pisswaffe. Damit kann ich nicht anfangen.
Gut, und dann noch die letzte Baracke hier. Winchester. Das gibt's nicht, Alter. Was liegt denn hier alles rum? Hier liegt so viel Schrott. Braucht keine Sau, Alter. Ohne Scheiß, Mann. Oh, oh. Das sah so aus, als würde da oben was rumhocken. Sah so aus, als würde da oben was gewesen sein. Aha. Nichts, okay. So, was haben wir denn hier? Makarov. Schwachsinn. Nichts. Alles ein Schrott. Hm. Ja, gut. Hier sieht das mal Bescheid. So, ich gucke jetzt mal oben auf den Hügel da. Ja, ich bin außer Atem. Fuck. Das ist nicht gut. Scheiße, scheiße, scheiße. Gut, Leute. Restart ist sowieso in 5 Minuten. Ich werde mich dann erstmal hier vom Acker machen. Ziel ist eigentlich quasi erreicht. Ich glaube, er sagt, ich will mindestens einen umgelegt haben. Und das ist mir auch innerhalb der ersten 10 Minuten, die ich hier gespawnt bin, gelungen. Mal, was will ich eigentlich mehr? Ist doch scheißegal. Ich bin eigentlich nur hier, um Leute zu töten. Mehr eigentlich nicht. So. Was machen wir denn jetzt? Wie sieht denn der Plan jetzt aus? Warten wir jetzt auf Freshborn oder laufen wir weiter? Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Naja, gut, bei 14 Spielern bräuchte ich nicht wirklich erwarten, dass auf dieser Map irgendwas los ist. Mal abgesehen von dem einen Kill, der jetzt gerade passiert ist. War aber auch nur Zufall. Hm. Da sind auf jeden Fall umgefahrene Bäume. Warum? Gut, ich muss mich jetzt mal ein bisschen beruhigen, weil wenn jetzt hier einer auftaucht und ich total außer Atem bin, das versaut mir die übelste Balance beim Schießen. Und dann zittert der und der wackelt und ich habe keine Sicht. Dann. Und No-Scope will ich auch nicht unbedingt feuern. Jetzt ist die Frage, renne ich wieder hoch oder was mache ich? Was mache ich? Das ist natürlich die Frage. Naja, so viel zum Thema. Zurück auf dem Motor. Bambi Man. Aha. Was liegt denn da? Die Leute vom Baum, alles klar. Ne, ich dachte, da oben wäre ein Spieler. Das sah von unten ein bisschen. Naja. Grafikmäßig sah es wie ein liegender Spieler aus. Da bewegt sich aber. Oder? Nee. Nee. Da bewegt sich nirgendwo was. Schade eigentlich. Aber immerhin. Ein 100er Schussmagazin. Ist das schon mal nice. Auf jeden Fall hat er 6 Kugeln ausgehalten, der Junge. Hätte ich vielleicht auch noch. Oh, 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 oh. Oh, oh. Okay, dann war es doch wieder so ein Grafikfehler. Mann. Gott, ey. Oh, ein Auto. Oh. Oh, fährt das? Oh, bitte lass. Oh, es ist schon mal offen, aber fahren tut es nicht, weil die Reifen fehlen. Alter, da fehlen ja alle Reifen. Was ist denn das bitte? Ach, komm schon, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, aber sowas kann auch nur ein Lockmittel sein. Wenn hier andere Spieler sind und die das einschränken hören, dann wissen die, aha, kick mir da an. Da stand doch mal ein Auto, vielleicht hat sich da jetzt einer reingesetzt, so nach dem Motto. Noch steht da. Deshalb sollte man das vorher gründlich überlegen. Ja, ja, ungefähr hier, so ist meine Lieblingsposition meistens. Schön mit dem Ghillie und dann unten ruf geguckt. Hm. Na gut. Gut, Leute. Ne, ich habe eigentlich ein bisschen mehr erhofft, was das betrifft, aber ja, das nächste Mal nehme ich ein bisschen länger auf, dann gehe ich halt mal auf den Chernobyl-Server vom Moto-Server. Und
Dann spawn ich am Nordwest-Airfield und da geht schon ordentlich die Post ab. Also, da könnt ihr dann euch auch ein bisschen mehr Action gefasst machen. Gut, dann werde ich einfach mal sagen, ich glaube mich jetzt hier aus und sag dann einfach mal, Whisker, bis später.